herzlich willkommen auf der Retro Classics Stuttgart. Und das Schöne ist, wir sind hier bei Recaro Automotive City. Das Schöne ist, wir haben heute eine absolute Weltpremiere und wir dürfen mit euch hier live auf der Messe feiern, aber eben auch zu Hause gleich auf der Couch in der Werkstatt oder wer weiß auch noch. Social Media macht es möglich, ne? Livestream, Instagram, Facebook, wir sind live dabei. Wir haben hier drei wunderbare Sitze, das sind die Weltpremieren, die wir heute nämlich live enthüllen möchten. Und das Schöne ist, wer ja hier auf diesem Messe kommt, wer hier Zeit verbringt, der hier extra anreist und sich das nicht nur auf irgendwelchen Prospekten anschaut, der sagt nämlich selbst, Mensch, ich liebe das Automobil. Ich fahre, ich habe den Spaß an der Technik, am Design, an der Handwerkskunst, an der Tradition, an der Perfektion. Und damit schlage ich dann nämlich gleich auf die Brücke, denn das passt alles auch perfekt zu Recaro. Und Recaro, eine weltweit renommierte Marke, die steht aber auch gerade für die Leidenschaft, was das Gute, was das perfekte Sitzen im Automobil angeht. Und viele Klassik-Fans, viele Oldie-Fans, Youngtimer-Fahrer, die wir natürlich hier auf der Retro Classics zu Besuch haben, die kommen heute auf ihre Gunsten. Und wir haben eine absolut neue Produktreihe, die wir präsentieren dürfen. Und die erfüllt wirklich viele, viele Wünsche, kann ich sagen. Zum Beispiel den Wunsch nach Komfort, nach Stil, nach dem passenden Design, ganz wichtig nach Sicherheit und auch Qualität. Ich freue mich sehr heute auch diese wirkliche Weltpremiere und natürlich haben wir uns ein paar Special Guests eingeladen. Wir haben hier ganz viele Recaro-Experten sowieso auf dem Stand, wer später Fragen hat, Informationen möchte. Alle hier von der Recaro-Mannschaft sind willig und freuen sich auf euch. Aber vor allem habe ich zwei absolute Experten, was nämlich das Drehen am Volant angeht. Und eigentlich, den ersten muss ich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber ich freue mich immer, seine ganzen Erfolge ein bisschen aufzuzählen. Zweifacher Rallye-Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, Pikes Peak-Sieger, vierfacher Gewinner der Rallye Monte Carlo, also wenn ich da nicht sagen kann, eine absolute lebende Rallye-Legende. Walter Röll ist bei uns! Holen wir noch den zweiten dazu, vielleicht ein Jahrgang jünger, gerade so noch als du, lieber Walter, aber auch richtig erfolgreich, vor allem auch was den Langstreckensport angeht. Mehrfacher Sieger, nämlich was die 24 Stunden Spa und Nürburgring angeht, ein absoluter Langstreckenprofi auf der Nürburgring, Nordschleife, Werksfahrer für Audi und Fahrzeugentwickler. Und das auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir auf die Straßen zugelassenen Autos kommen. Diesen Applaus, Frank Schindler! Aber wir merken es. Ich soll zwischen euch nennen. Oh, mal. Wir blenden. Du sollst Martin und Rüdiger. Also mein Mann, oder? Aber dich kenne ich nicht minder lang. Das ist das Schöne, lieber Walter. Aber apropos, da wären wir nämlich gleich bei dem Thema sozusagen Vergangenheit, Herkunft. Was verbindet dich mit der Marke Recaro und vor allem, wie lange? Ich habe da was von einem besonderen Jubiläum gehört. Ja, ich habe mal ein bisschen nachgedacht und es sind tatsächlich 50 Jahre, dass ich mit dem Recaro sitze und unterwegs bin. Hast du ja angefangen, ne? Ja, gar nicht so früh, aber damals muss ich sagen, ich kannte gar keine andere Marke als Recaro und habe mich damals sofort in diese Marke verliebt und bin nie mehr davon losgekommen und fahre seitdem in meinem Privatauto immer nur Recaro sitzen. Das ist interessant. Also du switchst vom Rennauto in ein privates Auto und fühlst dich immer wohl dann in dem Recaro sitzen. Ja, absolut. Ich habe eine ganz tolle Anekdote. Da drüben auf dem Stand. Nicht ins alle weglaufen. Das war mein RS. Das war mein erstes Auto. Genau vor 50 Jahren bin ich wieder mit der Radio damals gefahren. Erst mal in der 911 Porsche. Und der hat natürlich auch schon einen wunderbaren Recaro sitzen bekippen müssen. Also kann man auch mal rüberschauen. Ich war auch ein bisschen überrascht worden. Das Auto haben Freunde von mir wieder aufgebaut und ich bin heute 50 Jahre jünger. Ach, schön, hör mal. Wir fühlen uns ja auch immer nur so alt wie wir. Naja, also nicht wie wir aussehen, aber das Schöne ist ja, wenn wir über die Sitze ja sprechen, wie lange dich einfach jetzt auch dein Werdegang mit der Marke Recaro verbindet. Diese Verbindung Sitz, Lenkrad, Auto,
das ist eine Einheit, oder? Ich glaube, dass der normale Autofahrer sich gar nicht bewusst ist, wie wichtig das gute Sitzen ist im Auto. Also da, mit dem Sitzen beginnt überhaupt das Autofahren. Ich bin immer wieder, habe ich erlebt, dass das Lenkrad, das sollte ja nur zum Lenken gehören, das geht aber nur, wenn ganzen Seitenkräfte, Beschleunigung, Bremsen, mir der Sitz abnimmt und ich habe die Arme und die Hände frei, damit ich wirklich lenken kann. Aber in einem normalen Auto ist das kein Lenkrad, sondern ist ein Festhalterad. Und da kann man nicht schnell Auto fahren. So soll es natürlich nicht sein. Frank, wie ist deine Vergangenheit? Dein Herz schlägt für den natürlich den aktuellen Motorsport, weil du bist auch ein Werksfahrer, genauso aber auch für den historischen Motorsport. Seit wann begleitet dich eigentlich die Marco Recaro? Ja, auch mittlerweile 40 Jahre, muss ich sagen, weil ich Sohn eines Vaters bin, der ein goldener Entwicklungsingenieur war, Zeit seines Lebens, und der hat dann seine privaten Autos frisiert und dann ging es erst auf Leistungsprüfstand und später dann zum Praxistest auf die Nordschleife. Und da durfte ich auf dem Beifahrersitz sehr früh mitfahren. Der Beifahrersitz war ein Altfahrer, damals war Kunstfeder bezogen und hatte keinen Seitenhalt. Und mein Vater hat auf der Fahrerseite schon sehr früh einen Schalensitz montiert mit Stoffbezug. Und da habe ich sehr früh erleben dürfen, dass man deutlich besser Auto fährt, wenn man einen gewissen Seitenhalt hat. Und habe dann immer neidisch geguckt auf die Fahrerseite. Und 2003 durfte ich den ersten Langstreckensieg auf der Nordschleife dann zusammen mit meinem Freund Niki Redder einfahren, der mittlerweile der Manta Racing Chef geworden ist. Damals waren wir noch ein Team zusammen, auch mit der Caro gesponserten Porsche. In der Zeit haben wir auch, glaube ich, ein bisschen Input geben können und haben intensiver den Rennschein entwickelt, was so eine Torsionsschneidigkeit angeht oder eben auch für länger gewachsene Fahrer da ein Stück weit eine XL-Entwicklung ein bisschen hineingebracht. Und ja, so haben wir immer wieder Berührungspunkte gehabt und es ist immer eine Ehre auch für mich, für so eine Marke Repräsentant sein zu dürfen, weil es eigentlich eine der Marken schlechthin ist seit den 70er Jahren im Felgensektor, vielleicht BBS, weil die sitzen ist das ohne jede Frage im Recaro und das ist das, was ich gerade auch mal fahre. Wo du gerade auch den Recaro Porsche, nämlich den legendären, also das Design war einfach legendär und da kannte glaube ich jeder Nordschleifen-Fan ansprechen. Da gab es zum Beispiel auch mal einen heftigen Unfall von einem Teamkollegen, oder? Mit dem Wagen. Ja, wir haben sehr intensiv, da gab es ein Missverständnis meines Teamkollegen im Bereich Flugplatz und damals war es noch etwas rudimentärer, was die Leitbahnsicherung angeht. Da hat es Streckenabschnitte auch gegeben, Anfahrt Schweden, Kreuz vom Flugplatz aus, wo noch gar keine Leitbahnsicherung war, weil die Böschung gut genug war scheinbar. Und da steckte der Recaro-Mann an einer Rolle in den Baumwipfeln drin, der Recaro-Porsche. Und auch da ist es eben enorm wichtig, in so einem Zwischenfall, dass du einen qualitativ hochwertigen Sitz hast. Es geht nicht nur um Komfort und guten Seitenhalt, zwei Fragen selbst, wie du weiter schon erwähnt hast, sondern es hat richtig doppelt. Ist das sicher von Vorteil, wenn der Sitz fest montiert ist und dann sich löst. Damals hat es ja ein bisschen Blüte getrieben, dass die Leute ihre Sitze und Sitzkonsolen in den 80er Jahren auch selbst modifiziert haben, einen Sitz ein bisschen tiefer gelegt haben, dazu zusätzliche Löcher gebohrt haben. Und da gab es immer mal wieder Zwischenfälle, wo aus diesem Grund heraus auch die Sitzkonsolen gebrochen sind oder die Adapterplatten. Und das sind natürlich Themen, die willst du bei einem Unfall nicht haben und da habe ich mich auch der Caro verlassen dürfen. Du schmunzelst auch gerade. Ich meine, du hast ja deine Rallye-Fahrzeuge ja auch immer im Grenzbereich und fast drüber bewegt, also immer 110% bei deinem Können. Da muss man aber auch mal ansprechen, da ist auch mal was schiefgelaufen. Da hast du 111% vielleicht gegeben. Im Gegensatz zum Frank habe ich diese Tests nicht mit meinem Teamkollegen in die Schule geschoben, sondern ich habe das selbst gemacht. 1984 hatte ich einmal den schlimmsten Unfall in meiner Karriere bei San Remo Rallye. Ich habe damals einen 10-15-fachen Salto in den Bergen 200 Meter abgestürzt. Und da lernt man natürlich dann die Qualität von einem guten Sitz wirklich kennen. Wir sind beide unverletzt ausgestiegen. Und seitdem bin ich natürlich absolut Recaro-Fan. Das war natürlich ein Extremfall. Also das gibt nur einfach das Vertrauen, dass wieder mal was passieren sollte, dass ich das gut verstehe. Aber generell muss man sagen, dass der Rallye-Sport natürlich
geht einem Sitzhersteller die schwierigste Aufgabe ins Sinn. Ein Rennfahrer, der sitzt 2 Stunden, sind Sitz erledigt. Der Rennfahrer sitzt 40 Stunden lang ins Leben. Ein Sitz, und du sollst dich da wohlfühlen, du darfst nicht müde werden, du darfst nicht Schmerzen bekommen. Also das ist schon für eine Firma natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich glaube, dass ganz speziell Ricardo davon sehr viel profitiert hat und heute den Sitzen, die für straßenbelassene Fahrzeuge tauglich sind, kann man diese Erfahrung natürlich alles sehr gut nutzen. Die guten Nachrichten, ne? Ich meine, ich bin ja auch etwas kleiner gewachsen als die beiden. Die Sitze sind nicht nur sicher und so konzipiert für plus 1,90 groß. Das ist jetzt eine absolute Ausnahme, mal auch wirklich 2 so große Rennfahrer nehmen sich, sag mal, aber gerade bei euch, auch was dann so Kopf und gerade was die Unfälle angeht, sicherlich eine Extremsituation. Das Schöne ist, wir sind wieder. Ich habe natürlich deshalb in meinem ganzen Oldtimer Ricardo-Sitze eingebaut und früher in meinen Privatautos hatte ich immer zumindest auf der Fahrerseite die Herren Ricardo-Sitz, weil 2 waren zu teuer und konnte nur einen leisten. Und die habe ich dann von einem Auto ins andere mitgenommen. Aber ich habe die wunderbar. Aber immer nur teilweise. Und wer saß dann immer auf dem Beifahrersitz? Monika oder? Meistens niemand, aber wenn die Monika dabei war, in der Rechtsgruppe ist es dann meistens nach meinem Schuss. Das war aber Absicht. Das war dann die Kuschelwitz. Ja. Und die kennst du ja länger als Ricardo eigentlich, ne? 2-3 Jahre. Ja, 5 Jahre länger. 55 Jahre. Siehst du? Schon eine treue Seele, Mensch. Ja. Das sind wir beide, ne? 40 Jahre. Das Schöne ist, wir sind jetzt hier auf einer Oldtimer-Messe, Retro Classics in Stuttgart. Und das große Thema natürlich hier, wir haben Weltpremiere, wir haben was mitgebracht für die Youngtimer- und Oldtimer-Fans, vielleicht auch für die Straßenzulassung aus. Ich glaube, ganz speziell, wenn wir uns vorstellen, ein 40 Jahre altes Auto, dann das war natürlich der Seriensitz, war eher mit einer Bierbank zu vergleichen mit dem Sitz. Und ich bin fest überzeugt, ich kann nur jedem, der einen Youngtimer oder Oldtimer fährt, empfehlen, machen Sie sich ein vernünftiges Sitz ins Auto und Sie haben viel mehr Freude, das Auto zu bewegen. Und Sie bewegen es auch öfters, weil sonst sagst du, die alten Kisten, das freut sie, aber seit ich die Schallensitze und die Karre habe, das ist wunderbar. Sehr gut. Machen wir doch die Runde jetzt auch noch komplett, denn ich darf schon verraten, wir kommen der Weltpremiere, der Enthüllung auch endlich dieser Breitfahrensitz hier von uns immer näher. Bisschen spannend mache ich es noch, denn ich hole noch 2 Gesprächspartner mit dazu und weiter tut es mal schön in die Mitte, sonst gehen wir herunter. Wir haben natürlich auch noch 2 Experten hier von Ricardo hier vorne, nämlich alle den CEO von Ricardo Automotive Seating und auch die Designchef von Ricardo. Also CEO Ulrich Sellerie, Ulli, komm zu uns. Und auch der Frank Bermann. Da komm schon. Was soll ich doch in die Mitte machen? Sehr gut. Uli, fange ich mit dir mal kurz an, was ihr das Mikrofon, denn das Schöne ist, wir feiern eine Weltpremiere und das gleich von 3 Sitzen. Und das aber auch das erste Mal jetzt hier im Rahmen der Retro Classic. Wieso hier? Das ist was nett, wir nutzen das zur Produktvorstellung. Erstmal perfekt Sinn hier, weil ihr seid unsere Kunden, ihr und eure Autos. Für euch wollen wir was Gutes tun und euch die richtigen Sitze liefern. Und Yves, übrigens, gibt es sogar Sitze, in die ich reinpasse, nicht nur die großen schlanken Herren da. Also, wir haben für jeden einen Sitz im Angebot. Ihr seid unsere Zielgruppe und wir haben seit 1963 konzentrieren wir uns auf die Entwicklung und Fertigung. Hier in Kirchheim übrigens alles handgemacht, der richtig guten Sitze für die faszinierendsten Automobile der Welt, die wir alle im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und wir freuen uns, dass wir da jetzt endlich eine, auch für die älteren Autos, neue Sitze im Angebot haben, um euch da zu helfen. Wir beobachten den Markt der klassischen Automobile schon sehr lange. Wir kriegen sehr viele Anfragen für Autos, die 30, 40 Jahre alt sind, also jüngere Oldtimer oder ältere Youngtimer auch. Und für die haben wir jetzt die richtigen Produkte wieder aufgelegt und wollen dann so, wie Walter und Frank auch gesagt haben, euch unterstützen, dass wir Spaß am Fahren haben. Ja. Spaß am Fahren ist immer ein gutes Stichwort. Spaß macht doch mit Sicherheit auch, wenn ich mal zu dir überleiten darf. So als Designchef von Ricardo, ich darf Ihnen verraten, 33 Jahre, eigentlich schon über
33 Jahre mit der Marke verbunden, also auch einer, der die Tradition schätzt. Ist doch heutzutage auch nicht mehr so gang und gäbe, aber vor allem so als Designchef, dein Job. Du hast quasi den Sitzen ja auch sein typisches Gesicht, das Markengesicht mitgegeben sozusagen. Du hast mal ein schönes Motto, oder das wurde mal vorgegeben, Form follows human. Was hat es genau damit auf sich? Ja gut, bei der Designentwicklung der Veganer verschiebt man uns nicht verstehen, dass sich kurzlebige modische Pflanzen im Fokus, sondern wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse der Menschen, der Besitzer und der Fahrer. Denn der Besitzer hat ja die Aufgabe, den Fahrer in jeder Situation sicher zu halten. Wir haben so ein bisschen bei Ricardo das Bild des Sitzes mit einer zweiten Haut, die den Fahrer festgeschlossen und dann schon fast fixiert. Und da war der Röhr gesagt, dass ich mich an den festhalten muss. Das ist so geil, das ist so diese zweite Haut, das gefällt dir wahrscheinlich, oder? Das zu hören. Absolut. Die einzige Verbindung zum Fahrzeug ist ja wirklich der Sitz. Im Rücken, im Hintern, das Gefühl, das ist automatisch. Und es ist so wichtig, dass der Sitz perfekt ist und dann kann man das vernünftig auch gut machen. Da seid ihr euch einig, oder? Egal ob Radio, Rundstrecke, Langstrecke, Strecke. Ja, ich bin ja als Testfahrer auch schon lange unterwegs, auf der Nordstrecke, aber auch ewig lange pro Tag mit diesen Autos unterwegs, auch immer nur mit Anschein von Recaros, auch beim Premium-Hersteller immer mal wieder die Kosten ein Thema. Und da haben wir auch immer über die letzten 15, 16, 17 Jahre mal versucht und auch das erste Mal oder andere Hersteller probiert und fragt einfach nicht nur, dass ich eine Recaro-Brille das so sehe, sondern dass ich die Probleme auch gesagt habe, ist, ich habe es halt einfach drauf. Am ersten Tag und da ist es eigentlich auch wieder umgebaut worden. Und so ist es jetzt auch schon längere Zeit. Der Sitz an sich, wie er weiter auch angedeutet hat, der wird in meinen Augen immer noch vernachlässigt, was so die Bereitschaft angeht, da in Geld zu investieren. Das ist ja in den letzten 5 Dekaden, würde ich sagen. Am Anfang war es in den 60er Jahren erstmal der ganz dicke Motor, der sein musste, damit man vorwärts kommt. Dann hat sich irgendwann der Gedanke entwickelt, dass ein gutes Fahrwerk vielleicht auch hilft. Und darüber hinaus war dann irgendwann auch mal der Hype ein Thema, der ein eklatanter Bestandteil ist. Das ist einmal im ganzen Segment verschieden, der Mensch, der mit dem Auto verbunden wird, das ist eben über den Sitz. Und das andere ist das Auto mit dem Asphalt, das unter dem Schock und dem Schnee. Und das ist der Reifen, aber es hat sich relativ spät erst rumgesprochen, dass der Reifen ein eklatant wichtiger Vorteil ist. Aber mittlerweile bei den Tracklegs, seit 15 Jahren, ist der Reifen das Thema schlechthin. Und beim Sitz ist es aber, weiß ich auch, in der Erfahrung immer noch ein Thema, dass ein bisschen Schiebhöhle nicht behandelt wird und wenn gespart werden muss, dann auch mal gerne beim Sitz. Und das ist eigentlich grundfalsch. Und wenn man sieht, im GT3-Strecken-Sport, das ist komplett anders als bei der Rallye und eine andere Beanspruchung. Bei der Rallye hast du die langen Etappen, die Sprünge von den Autos. Bei den GT3-Autos auf der Nordstadt hast du die extremen Fliehkräfte, die unheimlich auf den Körper wirken. Und da weiß ich, manche Teamkollegen sind intensiver als andere, dass das bis zum Exzess solche Sitze geschäumt werden auch. Also wirklich pro Quadratmillimeter an den Körper angepasst und gefeilt und über 3-4 Tage nachgearbeitet werden. Das ist natürlich bei einem Standardsitz nicht möglich, aber um dem nah wie möglich zu kommen, wäre für mich die Frage, ob man das Beste der Besten nimmt. Und das ist eben Recaro in meinen Augen. Bei dir ja auch im straßenzugelassenen Auto, du bist ja auch ein absoluter Fan, dass du da ja auch bei den Recaro-Sitzstand. Ja, ich bin so ein pragmatischer Rennfahrer, ich habe ja auch relativ spät angefangen mit historischen Autos, sondern war auch immer Fan und bin es nach wie vor. Und so läuft das immer wieder, dass ein oder andere private Spielzeug über den Weg, von dem man sich nicht trennen kann. Und es ist, wie gesagt, schon lange mit Recaro ausgestattet und jedes neue Spielzeug wird auch so wieder verwendet. Und die kleine Schlussanekdote zu dem Auto, das mein Vater heute immer noch gehört, immer noch in sehr guten Zustand lebt. Der Sitz, der seit 45 Jahren da drin ist, seit 40 Jahren, der ist immer noch im neuen Zustand, würde ich sagen. Das ist sicher ein Auto, das ist immer gut gepflegt worden, alles in allem, aber der Sitz, der sieht immer noch aus wie neu und da muss ich auch sagen, das spricht nicht eben nur für den Komfort und derartige Dinge, sondern eben auch für die Qualität. Wo wir doch jetzt so viel auch gesprochen haben über die Qualität, über den Komfort, über die Sicherheit, die Sportlichkeit in Rennautos, aber vor allem auch eben in diesen straßenzugelassenen Autos. Sollen wir endlich mal das Geheimnis lüften, was sich unter diesen wunderbaren hier Tüchern verbindet? Ich glaube, die eine oder andere Kamera macht sich bereit. Ihr würdet euch vielleicht mal postieren.
weiter, glaube ich, hier nochmal zur Mitte. Genau, fragen darüber und dann, ich habe leider keinen Trommelwirbel oder so, aber vielleicht einen tosenden Applaus, wenn die Kameras nicht stören, aber wir werden jetzt mal zur Weltpremiere nämlich schreiten. Also, die Enthüllung, viel Spaß! Und da fangen wir mal außen an, der Recaro Classic NX, dann hier außen der LS und in der Mitte, lieber Walter, du hast enthüllt den Recaro Classic Pole Position ABE. Und Frank, fangen wir vielleicht mit dir noch einmal an, was zeichnet diese Sitze aus? Vielleicht holst du uns mal ein bisschen ab. Ja gut, das sind alles Sitze, die Recaro im Original seit Mitte der 1980er Jahre gefertigt hat. Sie entsprechen heute noch allen modernen Sicherheitsanforderungen, das ist ja nicht ganz unwichtig. Und mit diesen Sitzen kann man sicherlich irgendwie auch für das Holter nicht nur optisch, sondern auch ergonomisch aufwerten. Der LS und der LX, das waren die Sitze, die haben eine sehr ausgeprägte Seitenführung. Der LS etwas mehr in der Nähe, das war sozusagen immer der Fahrersitz. Der LX hat etwas kleinere Seitenwand, das war der Beifahrersitz, und die Arme etwas mehr Bewegungsfreiheit. Abruf der Walter Röhr, und das sind keine Sprüche oder Lernsprüche, sondern ich habe wirklich seit 50 Jahren die Zeit verbracht, um die Autos, die Sitze zu prüfen, zu testen und natürlich auch selbst zu benutzen. Wie gefallen sie dir? Weil für uns ist es, also wir kennen die jetzt schon aus den Filmchen und aus den Bildern, aber sie jetzt endlich mal live zu sehen. Wurde Zeit, oder? Ja, wurde Zeit. Ich habe der Wohnung von der Elektronik genutzt und jetzt ist es dann auch eine Wahrheit geworden. Und jetzt ist es sehr nah an dem dran, den mein Papa immer noch im Auto hat. Von daher ist das eine Art Déjà-vu und ist jetzt toll, dass nicht nur im Aftermarke bzw. den Tuner ins Feld gelassen wurde, sondern dass auch die ursprünglichen Marken jetzt wieder zurück ist und den Fenster, das an die Hand kriegt, mit dem wir gehen dürfen. Wir wollen jetzt damit spielen, oder? Wir haben so viele Fans hier, so viele Youngtimer, Oldtimer-Fans, so viele Pressevertreter. Die wollen wahrscheinlich auch alle mal endlich an die Sitze, oder? Hoffen wir, oder? Proof bei Walter Röhr, so viel Erfahrung, Frank hat seine Erfahrungen mit reingegeben. Die Designer haben sich die größte Möglichkeit gegeben und ich glaube, jeder, der auch den Recaro-Stand kann es kaum erwarten, weil nämlich auch diese wunderbaren Schüchchen in den schönsten Fahrzeugen, die hier wahrscheinlich hier auch mit gebracht hat oder die vielleicht jetzt noch nicht durch Salz gefahren sind, aber zu Hause noch in der Garage stehen und vielleicht einen neuen Sitz gebrauchen können. Also die sind gleich zum Anfassen, zum Reinsitzen, zum Anschauen. Ihr habt alle Informationen, ganz viele von den Karten natürlich hier vom Stand freuen sich auf eure Fragen. Wir haben hinten auch ein bisschen was vorbereitet für die Pressevertreter speziell. Ja, ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt zu uns, unsere Experten sind am Stand. Ihr könnt, fragt die Löcher im Bauch. Und wir freuen uns, mit euch zusammenzuarbeiten und euch auch als unsere Kunden zu gewinnen. Kleinigkeiten zu essen, zu trinken gibt es auch hier, die trockene Luft in der Messe. Wir haben noch ein bisschen Fotos vielleicht für Walter, Frank. Ich glaube, ja, von ein paar Fotos auf jeden Fall hier zu fertig. Und das Schöne ist, die Fans kommen auch noch auf ihre Kosten. Nämlich Frank und Walter haben auch ein paar Programmkarten. Ich habe schon gesehen, der eine oder andere hat auch noch ein Fahrzeugmodell, das wird unterschrieben. Mal kurz die Fotos hier, einmal auf dem Stand, dann dahinter gibt es eben auch die Autogrammstunde und damit waren wir natürlich auch jetzt hier live bei Recaro Automotive City. Wie gefällt euch auf den ersten Blick? Top? Ja, die Fenster sehen gut aus. Hast du das passende Auge dafür? Welches? Pony Corner Coupé. Ja, sehr gut. Also, sehr gut, da passt ihr absolut in die Familie rein. Also, den ersten Kunden haben wir schon mal gefunden, darauf freuen wir uns. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die tolle Aufmerksamkeit. Wunderbare Messe natürlich auch hier. Und wir machen jetzt Fotos danach auch.